Heute gibt es ein spontanes Bonusvideo. Der Dia hat mir nämlich vorgestern geschrieben, er hat so Bock am Freitag nach Mailand zu fliegen, Inter gegen Salernitana als Stadionbock mitzunehmen und am Samstag bist du in der Jury dabei. Wir machen eine Special Edition in Milano mit Çalhanoğlu. Du wirst ihn auch treffen, kannst auch alles für dich filmen. Ich so, okay Digga, dann machen wir das. Daher bin ich jetzt am Roma Flughafen und fliege nach Mailand weiter. Eigentlich wollte ich mal wieder nach Deutschland fliegen und meine Freunde treffen und ein paar Tage zur Ruhe kommen. Aber Leute, das kann man nicht nein sagen. Ne? Danke dir auf jeden Fall, wenn du es siehst. Ne? Ich habe jetzt noch eine Stunde Zeit, bis das Boarding beginnt. Erstmal etwas frühstücken. Hier gibt es ja end viele abgefahrene Restaurants. Das sieht eigentlich ganz geil aus. Ich glaube, da gibt es auch alle möglichen verschiedenen Küchen, weil so viele Länder aufgemalt sind. Ich kann eigentlich nicht wieder eine Pizza bestellen. Ich habe 3 Stück Leute gegessen in 24 Stunden in Italien. Salernitana kennt man aus der Serie A, weil das der neue Verein ist von Jerome Boateng seit einigen Wochen. Außerdem hat vor kurzem dort auch noch Franck Ribéry gezockt. Sportlich trifft heute der Letztplatzierte auf den ersten Platz. Natürlich geht es bei denen auch um den Abstieg. Das wäre geisteskrank, wenn die gewinnen würden. Und Inter aktuell hat 7 Punkte mehr als Juve und ein Spiel weniger. Das heißt, Leute, natürlich ist das schon ein komfortabler Vorsprung, aber ich sag mal so, wenn sie gewinnen, dann sind 10 Punkte bei 14 vergleichenden Spielen, dann sind sie quasi schon Meister. Also, ja. Ach komm, scheiß drauf, ich konnte nicht verzichten. Auf euch, Leute, und den vierten Stadion-Lock in 7 Tagen. Teig auch mal ganz, ganz wichtig. Eine sehr stabile 8. Auch voll gut, dass sie hier im Restaurant noch so einen Boarding-Monitor haben. Dann kann ich gucken, falls mein Gate oder so switcht. Vamos, chiquitos. Es geht nach Milano. Nächste Woche geht es dann zu 100% auf das Spiel Neapel gegen FC Barcelona. Das ist für mich das Highlight. Come on, hoffentlich schaffen wir es. Und eventuell noch, Leute, falls mein Akku nicht schlapp macht, Eindhoven gegen Borussia Dortmund. Ich muss einfach nur aufpassen, dass ich nicht wieder so überdrehe, aber ich bin einfach aktuell wieder so hochmotiviert. Hier seht ihr mal meine vorläufige Liste, aber manche Sachen sind auch nicht 100% sicher. Aber auf jeden Fall ist das Pensum schon sehr, sehr hoch. Jetzt erstmal das neue Album von Luciano pumpen. Ja. Ach du Kacke, ich sehe es jetzt schon. Das Wetter hier ist ja grausam im Vergleich zum Süden in Italien. Aber wir sind auch ganz im Norden. Genau hinter den wunderschönen Alpen sind wir. Are you football fan? Football? Yeah? Rende. Milan Rende. Ah, so you're Milan fan, not Inter? No. No Inter. Und oh mein Gott, Leute, das habe ich ja ganz vergessen zu erwähnen. Mbappé hat gestern den Clubpräsidenten Al-Khelaifi per Fax informiert, dass er definitiv im Sommer den Club verlassen wird. Es wird eigentlich passieren, er wird zu Real Madrid wechseln zu 99,999%. Er hat beim gestrigen Training auch schon seine Teamkollegen informiert. Also ja, Leute, ich bin super hyped dann. Das ist für die ganze La Liga extrem gut. Die Klassikos werden noch attraktiver. Klar wird Barca noch mehr strugglen gegen Real. Aber ja, wer weiß, was die Zukunft so bringt. Wir fahren jetzt erstmal ganz kurz ins Hotel. Das hat übrigens auch der Dia alles gesponsert, genauso wie auch die Flüge. Kuss geht raus und ja, legen unsere Sachen ab. Dann will ich noch in die Stadt fahren und ein Türkei- oder Inter-Trikot kaufen, damit ich das unterschreiben lasse vom Hakan und es dann an euch verlose. Und dann geht's auch schon zum Spiel. Wir haben echt so einen bewölkten und tristen Tag erwischt. Und ich bin angekommen. Da vorne sieht's auch ganz geil aus. Mein Hotel befindet sich hier mitten in der Einkaufsstraße. Es heißt Hotel Christopher Columbus. Dia, willst du, dass ich Amerika neu entdecke, oder was? Es befindet sich aber in der Straße Buenos Aires 3. Ah ja, das ist schon mal ein gutes Omen, ne? Argentinien immer gut. Hier ein Pool sogar, Digga. Oh, geil. Hey Leute, gönnt euch mal hier den Wellnessbereich. Hier ist eine Sauna, eine zweite noch. Und hier ist der Pool. Gleichzeitig auch ein Jacuzzi. Da hüpfe ich jetzt rein. Let's go. Oh, geil. Das Wasser ist richtig heiß. Let's go. Oh. Dann kann ich auch den Wasserhahn machen. Ja. So. Oh, riecht auch voll geil. Sieht ja ultra clean aus hier mit diesem fetten Vorhängen. Ich check jetzt hier ein, Leute. Hier alles da oben auch so mit Stuck. Guckt euch mal den Kronleuchter an. Ich sag's euch, Inter Mailand ist für mich auch dieses Jahr der Geheimfavorit auf die UEFA Champions League. Die waren letztes Jahr schon im Finale und die haben, glaube ich, nur 12 Tore so kassiert bis jetzt in der Liga. Defensive sattelfest, Lautaro Martinez ist wieder in der Form seines Lebens. Das ist einfach eine richtig eingeschworene Truppe. So, let's go. 3, 2, 5 ist mein Zimmer. Das sieht voll cool aus mit diesen Holztüren. Hey Leute, ich muss so aufs Klo, das könnt ihr euch nicht vorstellen, Digga. Ich hab so zurückgehalten am Flughafen. Aber da verzeih ich euch noch schnell das Zimmer. Es ist klein, aber fein. Ich glaube, ich habe wieder einen Bettsprung vergessen im letzten Vlog. Alter, was ist eigentlich los mit mir? Ich bin ja komplett durch den Wind. So, man guckt hier auf so einen Hof, Leute, aber wir sind halt dafür auch mitten in der Innenstadt. Fernseher, dahinter noch ein Spiegel. Hallo, was geht ab? Minibar. Oh ja, und da ist noch ein Safe. So, und hier haben wir per Schiebetür, können wir dann ins Badezimmer hineingehen und diese Dusche. Dort ist ein cooles Waschbecken. Und jetzt geht's auf die Keramik. Oh, davor noch ein Bettsprung. Auf dir das Nacken, falls das Lack daraus bricht. Hurra!
hat sich der Bowie auch noch verletzt. Alter, Bayern hat aber auch echt Unglück momentan. Für mehrere Wochen fällt er aus. Ich laufe gerade Richtung Nike-Trikotladen und dann entdecke ich diese Figuren. Also manche haben sie ganz gut getroffen. So Pelé, LeBron James, passt. Mbappé, boah, ja, weiß ich nicht. R9 auch okay, Maradona. Und dann auf einmal da oben Merkel, Digga, neben allen Fußballern. Angela Merkel, die Legende. Bei der Einkaufsstraße in Mailand war ich aber auch noch nie, meistens. Wenn er nur dort, wo der Dom auch ist. Osimhen, hoffentlich trifft er nicht nächste Woche gegen uns in der Champions League. Milan, Schal, Inter, Juve, Udinese. Kleines Inter-Trikot für Kinder. Oh, Barca-Trikot sogar auch. Die Baller, Rafael Leao. Schon geile Kicker auch in der Serie A. Eine Zeit lang hatte die Liga so abgebaut, aber ich finde, so langsam kommen sie wieder immer mehr rein international. Man darf auch nicht vergessen, in den 90er Jahren als Fußballer war es das Nonplusultra in der Serie A zu spielen. Was ist denn das für eine coole Figur? So ein Mann, der so einen Bleistift schleift. Ich liebe solche Melodien. Hier, Bro. Das Ticket habe ich auch schon erhalten, das hat Çalhanoğlu für uns geklärt. Und wenn ich mich nicht irre, sitzen wir hier bei P, direkt hinter der Trainerbank. Alter, Haupttribüne, krank. Krank, wie sehr will ich eigentlich noch das erräumen? Und wie sich's für die Modehauptstadt gehört, ist hier überall Werbung für irgendwelche Kollektionen. Was geht denn hier ab, Leute? Was ist das für ein Haus? Da ist einfach ein Dinosaurier. Oh, den habe ich ja fast übersehen, Alter. Das sieht aus wie ein kleiner Wurm. Digga, so ein Dackel. Was zum Teufel macht hier bitte ein Tyrannosaurus Rex? Ich muss jetzt doch Richtung Dom laufen, weil beim anderen Store gab es nicht ein einziges Türkei-Trikot mehr. Der Hund ist so schön, der hat so ein gepflegtes Fell. Wer diese Säulen erfunden hat, dem sollte man wirklich einen Orden verleihen. Geil! Gönnt euch mal diese Einfahrt. Wunderschön. Und da geht's weiter. Werbung für Louis Vuitton. Da haben wir was für Eldos das letzte Mal gekauft. Da habe ich, glaube ich, so eine kleine Kirche. Ich sag's immer wieder, Mailand hat ein sehr, sehr schönes Zentrum auch. Was? Das ist der Eingang zum Apple Store. Was haben denn die hier hingestellt? Und der ist hier unten? Ah, unter den Treppen. Ja, man kann ein bisschen reinschauen. Tschüss. Und wieder die nächsten Säulen. Geil. Ich hoffe, ich habe jetzt hier Glück. Aber der Laden hat auch wirklich eine 1A-Plus-Location direkt am Dom. Okay, Leute, auch hier gibt es leider kein Türkei-Trikot, aber das von Inter Mailand ist auch sehr nice. Ich lasse es jetzt zweimal beflocken. Mit Çalhanoğlu, eins ist dann für mich und eins für euch. Und das lasse ich dann beides von Hakan morgen unterschreiben. Okay, für mich L und für euch S. Ich habe gerade mal seine Stats gecheckt. Er ist gelistet als defensiver Mittelfeldspieler und hat einen Marktwert von 40 Millionen Euro. Und in 22 Spielen hat er 9 Tore und 3 Assists erzielt und das nominell als ZDM. Das ist richtig, richtig strong. Vor allem, der hat so einen heftigen Schuss drauf. Man kennt ja seine Freistöße und seine Flatterbälle. Freue ich mich drauf. Das ist satisfying, right? Yes. So Leute, beide Trikots sind frisch beflockt. Vamos, chiquitos. Ich habe meins schon direkt angezogen. Und was sagt ihr, stehen mir die Interfarben? Auf jeden Fall, Leute, geht jetzt der Part los. Das, was ich quasi morgen alles erleben werde. Sprich, die Behind-the-Scenes beim Find-the-Pro-Dreh. Das Treffen mit Çalhanoğlu. Und danach kommt dann wieder der Stadion-Part. Und wir springen quasi zurück in die Vergangenheit. Ich hoffe, ihr habt verstanden, was ich meine. Also, viel Spaß. Was geht ab, Leute? Gleich beginnt der Find-the-Pro-Dreh. Und ich stehe auch schon direkt vor der Halle, wo es stattfinden wird. Dia hat mir gerade eben geschrieben, dass er und Hakan ein bisschen später kommen, aber ich bin natürlich pünktlich, Leute, wie man den Alman auch kennt. Milano Football Academy. Alter, das ist ja eine Riesenhalle. Heute wird auch eine Special Edition gedreht. Was das genau ist, Leute, möchte ich natürlich nicht spoilern und ich kann euch auch noch nicht die Spieler zeigen, das seht ihr dann aber alles, aber die Jury auf jeden Fall und so ein bisschen, wie das hier so aussieht. Oh, hier ist das schon offen, Digga. Lol. Ja, Digga. Jawohl, da ist doch schon ein Setup. Oh mein Gott, die spielen heute sogar auf große Tor, wie geil. Uff, das wertet das Video natürlich nochmal enorm auf. Warte, da, den ersten kenne ich schon, Leute, aber ich kann ihn euch leider nicht zeigen. Roberto, treffe ich die Latte oder nicht? Sie. Sie? Bro, ich schwöre, ich habe seit 4 Monaten. Knapp, Bro, knapp. Ja, echt okay. Knapp. Mäusens. Hallo. Ich darf euch leider nicht aufnehmen, Jungs, weil ich soll nicht spoilern. Hey, was geht? Also no joke, Leute. Schaut mal, wie viele Kameras gleich im Einsatz sein werden. Ich habe schon viele Find the Pro-Episoden gesehen, aber heute... Boah, Digga, fast die geilste Halle, oder? Schau mal, was ein nice Setup. Ja, ich habe jetzt selber voll Bock zu spielen. Ja, da ist schon ein Interball mit vielen Unterschriften. Ich habe hier die Trikots dabei, Leute. Eins ist, wie gesagt, für euch. Wann kommt die Episode online, damit ich schon mal anteasen kann? 2-3 Wochen so wahrscheinlich. Nein, das muss ja Folge 30 sein. Folge 30? Also auf jeden Fall nächste Woche, oder? Ja, nächste Woche. Okay, nächste Woche, Leute, kommt dann die Episode online. Gleich kommt auch noch Kerem, der wird auch Teil der Jury sein. Den habe ich noch nie kennengelernt. Auf jeden Fall ist er professioneller MMA-Kämpfer. Zum Sparring muss ich ihn eigentlich auch noch herausfordern. Also, die Zeit wo ist das? Eins okay. Für meine Community, das ist von der Schule. Eins für mich. Okay. Weißt du, worauf ich mich richtig freue?
bei der Europameisterschaft Türkei gegen Portugal. Sorry, tut mir leid. Ah, ja. Das war so wild. Nein, aber ich weiß schon, ja, so die türkische Community und so. Auf dem Gala und so, ich feiere das halt mega. Ja. So gegen Ronaldo, weißt du, so safe abgehen. Warst du als Kind eher so Team Ronaldo oder Team Messi? Nein. Immer Ronaldo? Ah, oh, Mann, Hakan. Ich messe die Tattoo, ich bin voll der Mensch. Ja, schau, hier, von WM. Ich bin der Mensch, der Mensch, weil ich kenne ihn ja auch, deswegen. Ich muss einfach nur, das einfach nur unterschreiben, das ist für die Community, genau. Okay, korrekt, Hakan, okay. Marco, super. Wollen wir zusammen ein Bild machen? Ja, klar, nochmal. Kerem ist jetzt auch da, Leute. Die Pose natürlich schon. Also, Freunde, damit ihr dieses Trikot gewinnt, einfach auf diesem Video einen Daumen nach oben da lassen, dann in die Kommentare schreiben, ich will das Çalhanoğlu-Trikot und euer Instagram-Namen dazu, damit ich euch auch kontaktieren kann. Und natürlich müsst ihr auch noch Abonnent des Kanals sein. Ist sowieso kostenlos. Falls noch nicht getan, lasst auch ein Abo da. Hakan hat aber auch echt eine richtig coole Unterschrift. Hier noch mit seiner Rückennummer dazu geschrieben. Nice. Dir. Ja, Bruder. Erstmal danke für die Einladung. Gerne, gerne, Maschine. Bro, ich will zwei Predictions von dir hören. Erstmal, wer gewinnt die Europameisterschaft und wer gewinnt dieses Jahr die Champions League? Champions League sage ich Inter Mailand. Ey, ich habe gesagt, Inter ist no joke, für mich Geheimfavorit wieder. Offiziell. Ja, ich war ja letztes Jahr. Ja. Ich war auch auf Finale. Ach, du hast gewonnen? Ja, also ich, ist möglich. Ja, Bro, auf jeden Fall mehr Inter als Barca oder so. Europameisterschaft. Boah, schwer. Lass mich überlegen. Wie weit kommt Türkei? Viertelfinale oder Halbfinale, sage ich. Schon weit? Türkei. Ja, schon weit. Ich habe zu Hakan eben gesagt, Türkei gegen Portugal in Dortmund, das ist zu krass. Das wird komplett eskalieren. Ich sage Europameisterschaft. Signal Iduna Park Ronaldo. Geh mit England dieses Jahr. Ja, ich habe auch so die Befürchtung, dass Real wieder weit kommt, Champions League und England auch EM. Das heißt, so Jude Bellingham, ja. Könnte. Mhm. Bin gespannt. Gut. Also, wir fangen jetzt an, Leute. Vamos. Ganz kurz Essenspause. Meine 6. Pizza in 4 Tagen Italien. Schaut mal, Leute, wer noch als Überraschungsjoker gekommen ist für die Jury. Marco. Servus, grüß euch. Auch richtig, richtig sympathisch. Ich habe gestern auch dein Tor gesehen. Ja. Hat mich auch sehr gefreut. Mach weiter so, ne? Dankeschön. Ciao, Leute. Ciao. Und jetzt springen wir quasi wieder in die Vergangenheit zum Matchday. Lego. Und willkommen zurück, Leute. In 90 Minuten geht das Spiel los. Daher habe ich jetzt noch ein wenig Zeit, hier am Piazza del Viscavassa del Domo entlang zu laufen. Vamos, es geht. Ses, alles klar? Ich finde es hier aber auch nachts am allerschönsten. Guck dich das mal an. Wir hatten jetzt zweimal hintereinander ein wenig Pech auf meinem Kanal mit einem 1-0. Daher sage ich, heute fallen extrem viele Tore. 6-1 tippe ich für Inter Mailand. Und das habe ich euch bestimmt schon 10-mal auf meinem Kanal gezeigt. Aber hier beginnt die wohl schönste Passage der Welt. Aber die haben oben die ganzen Malereien abgemacht, weil die, glaube ich, restauriert werden aktuell. Basta una sola canzone per far confusione fuori e dentro di te. Seht ihr den Mann hinter mir? Ich dachte kurz, das ist Carles Puyol. Der von der Seite wirklich genauso. Ui, was habe ich denn da entdeckt? Die Napoli-Legende Diego Armando Maradona. Und natürlich darf drunter Messi nicht fehlen. Hier haben wir zum Beispiel noch Gianluigi Buffon, Michael Jackson, Ibrahimovic. Ja klar, der war natürlich auch lange König von Mailand. Ja, schau mal, die ganzen Leute sind hier so modisch angezogen. Die achten richtig drauf, das merkt man. Das ist cool, Leute. Ich habe jetzt schon fast überall in Europa immer so meine Stammlokale. Hier war ich das letzte Mal mit Musti, Eldos und Sydney. Ich snack jetzt da noch kurz was und dann geht's zum San Siro bzw. Giuseppe Meazza Stadion. Ich gönne mir jetzt ernsthaft die 5. Pizza. Kein Spaß in 3 Tagen Italien. Aber hier in dem Lokal ist es auch mit Abstand die leckerste Pizza. Das kann dann nur noch die Maradona-Pizzeria nächste Woche in Neapel toppen. Ich bin so voll, ich platze. Alles verputzt. Jetzt muss ich wirklich aber eine Pause machen. Zu meiner Verteidigung. Immerhin lege ich ziemlich viele Schritte an den Tag. Vorgestern zum Beispiel in Rom sogar über 20.000. Und da ist auch schon mein Uber. Trotz Verkehr brauchen wir nur 24 Minuten dahin. Sehr entspannt. Es liegt so links am Stadtrand und wir sind gerade mittendrin. Und da ist er, der legendäre Fußballtempel, das San Siro. So, hier wird auch schon der erste Merch verkauft. Und die Aufstellungen sind draußen. Ich sag's euch, das Lineup von Inter hat es so in sich. Sie beginnen vorne mit Martinez und Thuram, Mkhitaryan, Çalhanoğlu, Barella, Dumfries und. Pavard, der von den Bayern kam, Jan Sommer im Tor. Bei Salernitana kenne ich ehrlich gesagt nur Jerome in der Innenverteidigung. Jetzt, wo ich den direkten Vergleich habe, ich glaube, das Stadion ist sogar höher als das Kolosseum in Rom. Auf jeden Fall deutlich höher als das Santiago Bernabeu zum Beispiel. Noch gerne ein, zwei Predictions reinholen. Alter, verkaufen die hier viele Baguettes mit Schinken. Mmh. Lecker, lecker, lecker. So, what do you think, your prediction? 2-0, Lautaro and Thuram. Just 2 goals? Yes. Okay, I think 6-1 today. Yeah. Do you think Inter can win the Champions League? No comment. No comment? No comment. Okay, bye, yeah? Bye.
Bye, 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 ciao. Ein Realist. Er sagt, 2-0 gewinnen sie heute. Ich hoffe, es fallen mehr Tore. Und Champions League ist er anscheinend noch nicht so confident. Die haben ein sehr, sehr, sehr starkes Team, Leute. Wirklich, ihr müsst euch mal die Stats von denen anschauen. Der Liga, also die Tordifferenz, ich glaube, irgendwie 55 plus oder so. What do you think, your prediction, yeah, like the result? 5-0. 5-0. Und ihr Papa? 6-0. 6-0. And you can win the Champions League, do you think? I think no. Difficult? Yeah, difficult. Okay, but I wish you good luck, yeah? Bye, 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 ciao, ciao, ciao. Ah ja, die gehen schon eher mit meinem Tipp. 5-0 und 6-0. Es werden sogar Salernitana-Schals verkauft. Hier seht ihr es auch nochmal in voller Pracht. Ich muss jetzt zum Eingang Nummer 7. Überragende Plätze und dort wird auch Dia, sein Manager, heute neben mir sitzen und ein paar andere noch. Digga, was? Ich muss sogar hier rein. Executive Club Launch. Das sind VIP-Tickets. Oh mein Gott. Was hat denn Hakan da rausgelassen? Habibi? Na, als ob wir jetzt so eine Loge haben. Ich dreh durch. Warte, ich frag mal einen. Alter, die haben sich alle solche Anzüge an. Und der erste Blick ins Stadion. In 15 Minuten geht's los. Und da ist ja auch schon die berühmte Curva Nord Milano. Eieiei. Ich glaube, ich sitze irgendwo unten. Ich muss mich jetzt erstmal kurz orientieren. Warte, Adama Pavard, der hat gerade gewunken. Wo ist Lautaro? Alexis Sanchez, stimmt, den haben wir auch noch. Ah, die Stammspieler sind schon in der Kabine. Ich glaube, das ist jetzt hier mein 7. oder 8. Stadionbesuch, aber so einen geilen Platz hatte ich noch nie hier. Und jetzt kommt die Aufstellung von Inter Mailand. Die Lichter gehen aus dem Stadion. Martinez! Der Argentiner Weltmeister, jetzt kommt Hakan. Ey, wie krass sind die Plätze, Leute? Die haben alle hier noch solche einzelnen Bildschirme. Boah, hier sind die ganzen Logen, Leute. Digga, das sind ja die absoluten Barberplätze. Habe ich jetzt auch so einen, oder wie? Kann man ja direkt Wiederholungen anschauen. Das gibt's nicht. Diaz Manager ist noch nicht da, Leute, aber es geht in 10 Minuten los. Ich habe wirklich so einen Bildschirm vor mir. Und das ist meine Sicht. Ich dachte, ich sitze unten, aber wir sitzen hier eher im Corner, aber es ist richtig entspannt. Das sind ja gefühlt die bequemsten Sitze, auf denen ich jemals saß. Und da ist er. Lautaro Martinez. Çalhanoğlu als letztes und rechts Boateng. Wo bleiben die, ey? Ich sitze hier alleine, Mann. Schau mal, die ganze Reihe ist da frei. Wenn die nicht kommen, Digga, dann gehe ich weiter runter. Dann kann ich die Fans mehr sehen. Ich habe mich jetzt weiter runter gehockt, weil hier sind eh so viele Plätze frei, damit ich wenigstens die Kurve sehen kann. Vamos, geht's. Und Hakan führt den ersten Eckstoß des Tages. Oh! Das ist drinnen! Was? Nein! Turan verdient! Boah, das war ja eine 5000%ige Chance. Ist irgendwie voll verwirrend, dass Inter in Orange spielt und die andere Mannschaft in Schwarz-Blau. Alter, sind da Lücken, das war doch Hand. 100% Elfmeter. Jetzt aber Elfmeter. Schiene sagt nein. Okay, wir müssen hier auf die Wiederholung achten. Wir können gleich anschauen, ob es ein Elfer war oder nicht. Oh! Latte vergibt! Alter, aus dem Nichts kam der Pass. Die haben ja solche riesen Löcher in ihrer Defensive. Giroud muss das mal ordnen. Aber okay, ich habe auch ein Schützenfest vorausgesagt. Gab übrigens keinen Elfer, ja. Habt ihr wahrscheinlich mitbekommen. Und da meldet sich direkt die Curva Nord. Boah, was ein geiler Hall im San Siro. Vielleicht Salernitana mal mit dem ersten Angriff. Nee, Papa. Überragend abgeschirmt. Der fehlt in Bayern wirklich extrem, der Benjamin. Oh, schöner Steckpass von Hakan. Oh, verstolpert. Lautaro, oder was? Eieiei, das passiert ihm nicht oft. Jetzt Unterschied, aber es war auch nichts anderes zu erwarten. Chance im Minutentakt. 17. Spielminute. Und Turan macht's. 1 vor Winter. Turan! Alter, es ist laut. Turan! 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 5 Mal wird zu Hause geschrien. Und das 6. Mal. Turan! Turan! Nice. Die Feier gefühlt schon die Meisterschaft. Oh mein Gott! Ich hab's nicht aufgenommen, Lautaro direkt mit dem 2-0. Nicht mal eine Minute später.
Alter, Walter! Digga, hat er den reingeknüppelt! Damit hab ich gar nicht gerecht. Er zieht ihn mit rein und verwandelt ihn ins lange Eck. Oh nein, schau, dass ich nicht drauf hab. Sein 20. Saisontor schon in der Liga. Oh. Martinez! Schaut euch das an. Bam! Abgeschossen und ins lange Eck. Und Jerome Boateng muss ausgewechselt werden, verletzt nach bereits 20 Minuten. Das ganze Stadion ist am Hüpfen. Martinez. Die fallen aus, was dein Voice Crack, die fallen auseinander, Salernitana. 3-0 Inter, 40. Minute. Übrigens, im Tor von der Gastmannschaft ist dieser Ochoa, das ist der mexikanische Torhüter, den man gefühlt nur kennt, wenn er bei der Weltmeisterschaft spielt. Und Dumfries, er zieht den Abstauber. Es ist Halbzeit, Inter hatte 16 Schüsse und Salernitana nicht einen einzigen. Nada, niente. Leute, Digga, da warten ja jetzt viele Zuschauer auf Bilder, was geht denn da ab? Habt ihr mich gestreamsniped oder was? Yeah. Nice. Lautaro. Oh! Nein! Hakan mit dem Volley, Digga! Da geht fast rein! Schade! Guck mal, was für ein Zähneapplaus er bekommt, während er zur Ecke läuft. Hakan Çalhanoğlu. Doppelpass, Hakan, nochmal doppelter Doppelpass, schade, guter Ansatz. Es macht richtig Bock, Digga, die kombinieren so frei auf die ganze Zeit. Hakan jetzt mit der Ecke direkt unter uns. Richtig geile Perspektive. Komm, bring sie gefährlich rein. Und Ay, Ochoa, der Mexikaner. Und Hakan wird ausgewechselt. Wir kommen vom ganzen Stadion, Standing Ovations. Klatschen auch nochmal ein. Publikumsliebling hier. Lautaro wurde mittlerweile auch ausgewechselt, wird wahrscheinlich geschont für das Champions-League-Spiel gegen Atletico Madrid am Dienstag. Inter gegen Atletico, das wird auch richtig, richtig spannend, weil Atletico auch meiner Meinung nach die beste Form hat seit den letzten Jahren. Kein Abseits. Oh mein Gott, macht der das clean. Was? Es ist doch Abseits oder wie? Ja, für mich sah das 0,0 noch Offside aus. Ich war auf die Wiederholung hier am Monitor. Arnautovic, oder? Das ist auch schon gefühlt 50 Jahre alt. Ah, oh, knapp. Wait. Könnte zählen, Leute. Hat er gut gemacht, der Österreicher? Nee, zählt nicht. Den kriegt er noch. Ein junger Spieler wurde gerade eben eingewechselt, wird hier umjubelt. Was? Alexis. Guter Ball auf Dumfries. Der kommt, Arnautovic! Arnautovic zum vierten! Nice Ding! Hat er es schön gerochen, wo er stehen muss. 4-0 in der Nachspielzeit. Und das war auch gleichzeitig der Schlusspunkt der Partie, Leute. Inter hat es in der zweiten Hälfte deutlich ruhiger angehen lassen, aber ist auch verständlich vom Spiel gegen Atletico, wozu unnötig ins Risiko gehen und sich eventuell noch verletzen. Vielen Dank an dir, riesen Shoutout und natürlich auch an Hakan Çalhanoğlu, Leute. Macht beim Trikot-Gewinnspiel mit, vergesst es nicht. Und ja, bewerten, kommentieren nicht vergessen. Bis zum nächsten Mal und ciao vom wunderschönen San Siro. Ich habe hier so ein kleines Stativ gebaut, Leute, so einen Stock gefunden und da angelehnt, damit ich da noch aufnehmen konnte.